Die letzte Nacht habe ich bereits im Krankenhaus verbracht. Keine Sorge, meine Eltern kümmern sich um meine Töchter. Ich würde gerne in Worte fassen können, wie ich mich gerade fühle, aber um ehrlich zu sein, vielleicht kannst du es dir schon denken, es geht mir gerade nicht besonders gut. Aber in dem Moment, wenn ich meine Kleinen endlich in meinen Armen halten kann, dann wird es das alles wert gewesen sein. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 12. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner 100 Baby Challenge. In diesem Part kommen endlich die Zwillinge auf den Weg. Also Emma ist ja schon in den Wehen und sie ist auch schon im Krankenhaus. Und genau dort machen wir jetzt gleich weiter. Aber bevor wir in den Part hineinstarten, möchte ich auch noch hier kurz auf meinen 10-Stunden-Stream hinweisen. Und zwar stehe ich derzeit ja kurz vor den 1000 Abonnenten auf YouTube und das möchte ich eben mit euch auf Twitch feiern. Deshalb werde ich einen 10-Stunden-Stream veranstalten. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Games und auch Gewinnspiele geben. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Mehr Infos dazu findet ihr hier auf YouTube im Community-Tab, auf meinem Instagram-Account oder auch auf meinem Discord-Server. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und hier sind wir jetzt genau dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Also Emma ist eben im Krankenhaus von Willow Creek. Wir haben auch vor kurzem ein Update bekommen, dass der Muttermund eben 1 Zentimeter geweitet ist. Das heißt, es kann noch eine ganze Weile dauern, bis Emma eben das Baby bekommt. Aber gut, dann kann sie hier jetzt mal eine Kleinigkeit essen. Raoul ruft einfach schon wieder an. Vermisst du mich schon? Willst du zu mir kommen und bei mir entspannen? Nein, Raoul, ich bekomme gerade unsere gemeinsamen Kinder und dir ist das ja anscheinend sehr egal, weil du rufst nicht an, du fragst nicht nach, wie es mir geht, du kommst nicht vorbei. Nein, du willst Emma immer nur auf irgendwelche komischen Dates einladen. Gut, dann werden wir hier jetzt einen Snack kaufen. Kaufen wir einfach mal Speckersatz Salat Tomaten Sandwich. Das klingt doch ganz nett. Okay, unsere Geburtshelferin ist ein Vampir. Alles klar. Cassandra Volkov. Sind die Volkovs nicht eigentlich Werwölfe? Also in meinem Werwolf-Let's Play gibt es jede Menge Volkovs, die Werwölfe sind. Aber sie ist doch eindeutig gerade gegangen wie ein Vampir. Okay, das ist schräg. Aber egal, wir haben jetzt andere Sorgen. Sie wird jetzt hier an diesem Ball einmal trainieren. Dann kann sie eigentlich auch einmal spazieren gehen. Hier haben wir das Spazierengehen und dann muss sie aber ins Bett. Denn morgen hat sie einen anstrengenden Tag vor sich und heute geht sich das mit den Kids sowieso nicht mehr aus. Wir haben jetzt Mittwoch um 6 Uhr früh. Emma ist gerade aufgewacht und macht ein paar Atemübungen. Dann wird sie hier noch eine Kleinigkeit essen. Und zwar werden wir einfach eine schnelle Mahlzeit essen und zwar ein Joghurt. Und dann können wir uns gleich nochmal untersuchen lassen. Ich hätte gesagt, das macht nochmal Cassandra, auch wenn sie ja ein Vampir ist. Aber sie scheint ihren Job ja ganz gut zu machen. Und irgendwie ist mir ein Vampir tatsächlich lieber als ein Geist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das sehr creepy, dass immer irgendwelche Geister im Krankenhaus arbeiten. Daisy, Ivy und Violet müssen in der Schule sein. Violet hat anscheinend sogar bei ihrem Vater übernachtet. Aber ich glaube, er wird es schon schaffen, sie pünktlich zur Schule loszuschicken. Und ich habe auch keine Ahnung, ob sie die Hausaufgaben gemacht haben. Ich hoffe. Emma hat gerade wirklich andere Sorgen. Du bist derzeit 5 cm geweitet. Okay, dann werden wir jetzt einfach noch einmal spazieren gehen. Und dann werden wir hier am Ball noch Übungen machen. Okay, gut. Daisy, Ivy und Violet sind zur Schule gegangen. Sehr gut. Das schaffen sie anscheinend dann auch ohne Emma. Emma geht es auch wirklich nicht gut. Also sie hat eben Schmerzen, da sie gerade in den Wehen liegt. Dann denkt sie zu viel nach, weil sie introvertiert ist. Was haben wir hier noch? Sie ist fix und fertig von den ersten Wehen. Dann hatte sie noch eine Idee, die sie anscheinend vergessen hat. Und dann hat sie noch einen Ausbruch von Hormonen. Gut, alles klar. Was macht sie jetzt? Sie lehnt sich zurück. Okay, wenn du hier liegst, könntest du eigentlich gleich Atemübungen machen. Dann gehen wir noch einmal spazieren. Und dann können wir ja noch eine Untersuchung machen, weil ich glaube, dann sollte es schon bald mal soweit sein. Und ich finde es übrigens schräg, dass Scarlett nicht vorbeigekommen ist. Also wir haben sie ja extra gefragt, aber sie ist einfach nicht aufgetaucht. Ja, vielleicht musste sie auch zum Arzt, also wegen ihrer Schwangerschaft. Oder ist es sonst irgendetwas dazwischen gekommen? Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Jetzt ruft uns Lavina an. Hallo Emma, ich frage mich, ob es sich lohnt, Tina Tinker besser kennenzulernen.
Ist sie nicht verheiratet mit einem der Shaws? Sagen wir einfach, das macht Spaß, aber es ist deine Entscheidung. Ich glaube, Emma möchte sich da raushalten. Vor allem, dass sie ja gerade Stress mit Raoul hat. Keine Ahnung, das ist irgendwie ein wenig merkwürdig. Gut, wie sieht das aus? Der Muttermund ist vollständig geöffnet. Sprich mit einem unserer Geburtshelfer, damit die Geburt sofort eingeleitet werden kann. Okay, hier haben wir einen Geburtshelfer, glaube ich. Nein, sie ist ein Geburtshelfer. Okay, dann werden wir zur Welt bringen. Da steht nicht Baby, aber ich denke mal, es sind unsere Babys gemeint. Gut, dann geht es los. Oh, die arme Emma. Ich weiß noch von der Geburt der Drillinge, dass das so realistisch aussieht. Und bald sollte es soweit sein. Ich bin schon sehr gespannt. Also, ob das Mädchen oder der Junge älter ist. Und danke übrigens noch einmal für eure Namensvorschläge. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Okay, also ist unser Junge tatsächlich älter? Und zwar habe ich mich bei ihm für den Namen Clay entschieden. Clay bedeutet auf Deutsch übersetzt Ton. Also auf Deutsch ist das jetzt nicht wirklich ein schöner Name oder ein schöner Ausdruck. Aber Clay finde ich sehr, sehr schön. Aber dann können wir bei ihm nämlich über die Farben Braun und Orange gehen. Und das haben wir ja noch gar nicht. Und deshalb habe ich mich für den Namen Clay entschieden. Und dann haben wir noch unser Mädchen. Da nehme ich jetzt einen Namen, der so oft vorgeschlagen wurde. Und zwar nenne ich sie Rose. Und ihre Farbe wird dann ganz einfach rot werden. Perfekt, dann haben wir jetzt unser Mädchen und unseren Jungen. Und die Geburtsurkunden haben wir auch schon. Perfekt. Und wenn die Geburt beendet ist, dann können wir eigentlich auch gleich nach Hause gehen. Oh, hier haben wir unser erstes Baby. Und jetzt kommt das zweite. Stimmt, ich habe total vergessen, dass beim Mod jetzt hier die Animationen überarbeitet wurden. Oh, ist das süß. Und dann haben wir die Geburt jetzt erfolgreich überstanden. Emma scheint auch überglücklich zu sein. Also hier steht noch, dass sie in den Wehen ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier auch jede Menge positive Empfindungen. Okay, jetzt ist sie sehr, sehr glücklich. Wegen den Zwillingen und hier neues Baby. Und dann fühlt sie sich auch noch wertvoll. Okay, ja, unsere Geburtshelferin ist definitiv ein Vampir. Aber gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg nach Hause. Ich wette, Daisy, Ivy und Violet sind schon sehr gespannt auf ihre kleinen Geschwister. Und dann schauen wir gleich mal, wo die Kids herumfliegen. Und hier sind wir. Lay und Rose sind von der Tagespflege zurück. Ach, ja. Natürlich, sie sind in Emmas Zimmer. Und dann geben wir die beiden gleich mal hier rein. Also da, wo auch ihre großen Schwestern waren. Sehr spannend. Eines der Babys scheint eine dunklere Hautfarbe zu haben als das andere. Dann gebe ich jetzt beiden mal die gleiche Wiege. Und hier haben wir eben unseren Clay und hier haben wir unsere Rose. Und sie schreien schon wieder. Ja, das synchrone Schreien, das habe ich nicht vergessen. Dann kannst du gleich mal den kleinen Clay füttern, mit ihm reden und ihn liebkosen. Und können sie auch was mit den Babys machen? Perfekt. Dann kann Ivy sich gleich mal um die kleine Rose kümmern und auch sie füttern. Und mit ihr hüpfen und sprechen. Und auch Violet und Daisy können eigentlich mal hier hinkommen und sich ihre kleinen Geschwister ansehen. Ich sehe gerade, Violet geht es sehr, sehr schlecht. Also anscheinend war sie die ganze Nacht wach. Das heißt, sie wird jetzt wohl besser einen kleinen Nap machen. Vielleicht war das doch keine so gute Idee, dass sie bei Gabriel übernachten durfte. Ja, Ivy schwebt jetzt auch ein wenig in der Luft, während sie das Baby füttert. Das liegt vermutlich daran, dass das nur durch den MC Command Center Mod möglich ist, dass sie sich überhaupt um ein Baby kümmern kann. Aber ich dachte mir, das passt ganz gut und dann können wir Emma auch ein wenig entlasten. Deshalb hielt ich das für eine gute Idee. Oh, und Emma geht es so gut. Sie fühlt sich geliebt. Flasche ist fertig wegen Flaschenfütterung, neues Baby, Zwillinge, Zärtlichkeit. Oh, ist das süß. Das ist so schön. Was ist so schön? Oh, ich dachte, Daisy freut sich wegen den Zwillingen, aber ich glaube, sie freut sich über ihre Hausaufgaben. Dann kannst du dann eigentlich auch gleich deine Hausaufgaben machen. Löse mal das Aktivitätsdiagramm und Ivy kann auch mal die Hausaufgaben machen. Denn sie muss die Mentalfähigkeit ja auch lernen, damit sie sich besser um den Garten kümmern kann. Gut, Emma sieht sich jetzt die Geburtsurkunden an. Und gut, dass sie mich daran erinnert. Dann kann ich hier nämlich auch gleich die Geburtsurkunden der Zwillinge hinzuhängen. Und zwar haben wir hier eine und hier die zweite. Die platziere ich noch schnell ein wenig schöner. Sehr gut. Können wir die auch benennen? Okay, die können wir benennen. Lay und Rose. Haben wir die schon benannt? Nein. Daisy, Ivy und Violet.
Perfekt. Dann kann sie sich jetzt die Geburtsurkunden ein wenig ansehen. Und ich schaue schnell, wie viel eine Staffelei kostet, denn wir brauchen auf jeden Fall endlich eine Staffelei. Es ist ja Teil der Challenge, dass sie jedes Kind zeichnet. Und bis jetzt hat Emma noch nie etwas gemalt. Gut, dann kaufen wir einfach mal gleich diese Staffelei und stellen sie. Wo könnten wir die denn hinstellen? Ich glaube, ich stelle sie in der Zwischenzeit einfach mal hier hin. Ist jetzt nicht der perfekte Platz, aber ich glaube, das passt für den Beginn ganz gut. Und dann kann sie auch gleich mal ein kleines klassisches Gemälde malen. Daisy und Ivy machen die Hausaufgaben. Oh, Ivy fühlt sich sehr, sehr traurig. In Emotionen verweilen. Neues Geschwisterkind. Weil neues Geschwisterkind gesehen hat. Ivy ist nach dem Kennenlernen eines Geschwisterkindes, das sie nicht wollte, in Tränen aufgelöst. Was? Dabei dachte ich, Ivy freut sich total. Miserabler Schultag. Oh nein, ihr geht es voll schlecht. Ja, Violet ist einfach nur erschöpft, weil sie bei Gabriel keinen Schlaf gefunden hat. Und Daisy geht es grundsätzlich ganz gut. Sie hat nur ein wenig Halsschmerzen. Also dann scheint tatsächlich nur Ivy unglücklich über das neue Geschwisterkind zu sein. Finde ich auch spannend. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Oh, das ist aber auch sehr süß. Daisy macht jetzt hier die Hausaufgaben, während Emma malt. Das passt sehr, sehr gut. Und der Fuchs streift schon wieder ums Haus. Ich mag diese Füchse nicht mehr. Wie heißt er? Kamala. Ich habe zwar keine Ahnung, welche Füchse unsere Hühner gefressen haben, aber ich bin deswegen einfach mal auf alle beleidigt. Ich hätte wirklich gerne mehr Hühner, aber ich traue mich jetzt fast keine mehr kaufen. Weil wenn die immer gefressen werden, ist ja dann voll traurig. Und ihr erstes Gemälde ist fertig. Das können wir gleich mal an einen Sammler verkaufen für 60 Simoleons. Und Scarlett ruft uns an. Ich schicke dir ein bisschen Geld, hol dir etwas zu essen. Oh, Scarlett ist so lieb. Und sie schenkt uns 100 Simoleons. Nicht schlecht. Und die Babys schreien. Die Babys schreien schon wieder, sie stinken. Dann wechseln mal die Windeln. Und Raoul nervt schon wieder. Hey Liebling, wollen wir uns zusammen einen Film ansehen? Wir können noch etwas zum Essen bestellen, wenn du willst. Nein, du könntest eigentlich mal vorbeikommen und deine Kinder kennenlernen. Auf dem Weg zum Ruhm. Okay, Emma wird jetzt anscheinend ein Star und Haru gratuliert uns auch noch. Das hätte zum Beispiel nämlich auch einfach von Raoul kommen können. Also er hätte uns schreiben können, hey, kann ich vorbeikommen? Oder hey, alles Gute zum neuen Familienmitglied? Keine Ahnung. Aber nicht einfach uns zu einem Date bei ihm einladen, wenn wir hier zwei neugeborene Babys haben, wovon er noch dazu der Vater ist? Ja. Gut, Ivy ist mit den Hausaufgaben fertig. Dann kann sie eigentlich mal Reste nehmen und das verdorbene Essen aussortieren. Daisy ist jetzt auch fertig. Wir haben alle immer so wenig Spaß. Dann spiele hier jetzt einfach mal mit den Spielsachen. Und Violet. Oh, Violet ist am Geige üben. Konnte sie nicht schlafen? Egal, dann nimmt sie jetzt auch mal Reste und wird ein Nickerchen machen und dann kann sie Geige üben. Aber keine Ahnung, was sie geweckt hat. Daisy ist gelangweilt, reden macht mich fertig, weil sie introvertiert ist. Ja, du musst ja eh mit niemandem reden. Emma wird jetzt einfach mal was zum Abendessen kochen, weil alle haben ein wenig Hunger. Wir haben schon wieder fast nichts mehr. Dann machen wir einfach mal eine Partygröße Obstsalat. Denn alle haben ziemlich viel Hunger und Daisy möchte schon wieder Blödsinn machen. Nein, okay, sie geht spielen. Und oh, Ivy ist so traurig. Dann wird sie sich jetzt einfach mal ausheulen und dann wird sie ein kleines Nickerchen machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ivy einfach total Angst hat, dass Emma jetzt noch weniger Zeit hat, weil Emma hat ja schon immer ziemlich viel Stress mit der Arbeit und allem. Über Familienmitglied nachdenken? Ach, sie dachte gerade über. Wen dachte sie nach? Über ihren Bruder Leo. Dabei kennt sie den doch gar nicht, oder? Nein. Haru ist zum Senior geworden. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Ich hoffe, er bleibt uns noch sehr lang erhalten. Es ist einfach so schräg, wenn man darüber nachdenkt, dass Emma schon 5 Kinder hat. 5 Kinder. Und sie ist gerade erst zur jungen Erwachsenen geworden. Aber dann kannst du eigentlich auch mal alle zum Essen rufen. Und nicht so egoistisch nur alleine essen. Deine Kinder haben auch Hunger. Ich glaube übrigens, ich werde, sobald die Drillinge zu Teenagern sind, die Alterung wieder zurückstellen, weil sonst geht das alles zu schnell. Oh, Gabriel ist hier. Seht ihr das, meine ich? Gabriel ist einfach vorbeigekommen, um zu sehen, wie es Emma geht, wie es den Kindern geht und vielleicht auch, um die neuen Kids kennenzulernen.
Okay, nein, er geht wieder, aber er hat zumindest vorbeigeschaut. Raoul macht das nicht. Wir haben jetzt mittlerweile 22 Uhr. Es sind alle Kinder normalerweise am Schlafen. Daisy, nein, du sollst schlafen gehen. Geh doch ins Bett. Weiß nicht, wieso die Kids die ganze Zeit aufwachen. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht. Ja, ansonsten ist nur noch Violet wach, da sie hier etwas zeichnet. Ivy schläft im falschen Bett. Ivy, das ist dein Bett. Und Emma ist natürlich schon wieder mal am Sachen einmachen. Morgen werden wir dann wieder zum Markt schauen, einfach damit wir mehr Geld verdienen. Ich möchte hier nämlich unbedingt wirkliche Zimmer draus machen, also zumindest mal richtige Wände ziehen. Weil das kann nicht sein, dass unsere Kinder jetzt schon in die Schule gehen und so leben. Also das möchte ich einfach nicht und ich glaube, Emma möchte das auch nicht. Deshalb werden wir jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass wir mehr Geld bekommen. Fragt mich nicht, wie das gehen soll, weil wir jetzt 5 Kinder haben, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und Ivy ist jetzt aufgewacht, weil ein Monster unter ihrem Bett lebt und dann werden wir versuchen, uns mit dem Monster anzufreunden. Geht das nicht? Reden, mit Monster unter dem Bett reden. Keine Ahnung, ob das funktioniert, sonst muss sie heute Nacht bei Emma im Bett schlafen. Der Versuch von Ivy mit dem Monster unter ihrem Bett zu kommunizieren war nicht erfolgreich. Okay. Gut, dann wirst du heute bei deiner Mutter schlafen. Wobei eigentlich ist sie eh ausgeschlafen. Dann kann sie hier noch etwas essen und dann kann sie hier ein paar Sachen wegräumen und hier unten sonst noch etwas spielen. Und dann kann sie sich ja sonst noch ein wenig zu Emma dazu ins Bett legen. Übrigens habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wie wir das machen wegen den weiteren Kindern. Also wir müssen ja noch einige Kinder bekommen. Aber ich hätte gesagt, wir warten auf jeden Fall mal ab, bis die 3 zu Teenagern werden und die ganz Kleinen zu Kindern. Und erst dann werden wir uns Mann Nummer 3 klar machen, weil ansonsten wird mir das, glaube ich, ein wenig zu stressig. Violet ist auch gerade aufgewacht, die kann dann auch etwas frühstücken. Und Ivy, du sollst doch einfach spielen. Ich weiß nicht, wieso dieses Kind nicht spielen möchte. Auch Daisy sollte eigentlich spielen. Sie hat eh noch was im Inventar. Dann kann sie auch mal aufstehen. Und Emma darf aber noch ein wenig schlafen. Immerhin wurde sie in der Nacht wieder mal 3-mal von den Babys geweckt und musste sich um diese kümmern. Und deshalb ist es verständlich, dass sie jetzt noch ein wenig müde ist. Fehler. Okay, Daisy. Ich hoffe, du hast Spaß. Die Klasse von Daisy macht einen Ausflug ins Kunstmuseum. Keine Ahnung, warum nur Daisys Klasse jeden Tag einen Ausflug macht. Danke für den Anruf. Hä? Wir haben Gabriel nicht angerufen, aber okay. Ja gut, Daisy darf auf die Exkursion gehen. Emma wird jetzt auch mal aufstehen. Gefahr. Keine Ahnung, was mit Daisy los ist. Und dann braucht sie auch eine neue Binde. Und dann werden wir wieder einen kleinen Ausflug in die Stadt machen. Dazu rufen wir aber zuerst Haru an, dass er sich in der Zwischenzeit um seine 2 neuen Enkelkinder kümmert. Um den kleinen Clay und um die kleine Rose. Ich bin übrigens sehr gespannt, was ihr von den Namen haltet. Also Rose haben ja ohnehin viele von euch vorgeschlagen. Aber Clay finde ich persönlich so einen süßen Namen und ich hoffe, dass er euch auch gefällt. Haru, das ist ein sehr, sehr wildes Gewand. Gut, wir geben ihm einen Familienrat. Emma sollte ich übrigens auch mal umstylen. Also ich glaube, sie braucht einen erwachseneren Stil. Und ich glaube, ich werde das genau jetzt machen. Sie hat immerhin schon 5 Kinder und ist jetzt auch eine junge Erwachsene und deshalb benötigt sie ein Umstyling. Deshalb gehen wir jetzt gleich in den Create a Sim. Und los geht's!
Und hier bin ich wieder. Ich habe an ihr jetzt gar nicht so viel geändert. Also ich habe ihr eine neue Frisur gegeben. Also eben ein bisschen kürzer und auch mal mit Pony. Die finde ich wirklich sehr, sehr süß. Und ein paar ihrer Klamotten habe ich auch geändert. Also das ist jetzt eines ihrer neuen Alltagsoutfits. Ich habe vor allem darauf geachtet, dass es irgendwie weniger übertrieben ist. Also weniger kurz und weniger bauchfrei. Und dass sie auch mehr bequeme Schuhe trägt. Also sie hat jetzt fast nie mehr High Heels an, weil ich es einfach sehr unrealistisch finde, dass sie am Hof immer in High Heels arbeitet. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Dann haben wir hier ihre Abendkleidung. Das Kleid finde ich auch unglaublich schön. Dann die Sportkleidung, die habe ich gleich gelassen. Hier hat sie auch eine etwas andere Frisur. Dann ist das die Schlafkleidung. Hier hat sie die gleiche Frisur. Hier haben wir ihr Party-Outfit. Das ist wieder etwas gewagter. Sie ist ja immerhin keine Seniorin. Also sie kann sich ruhig auch ein wenig gewagter anziehen, wenn sie das möchte. Oh, hier haben wir zwei Sachen. Ach, das war das Inkognito-Outfit. Das lösche ich dann mal schnell. Dann haben wir hier die Badekleidung. Hier habe ich ihr wieder eine andere Frisur gegeben, weil ich habe mir gedacht, das ist ja bei vielen Leuten so, die sich die Haare glätten, dass wenn sie dann schwimmen gehen, dass dann eben die Locken wieder rauskommen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat Emma tatsächlich in Wirklichkeit Locken und deshalb sieht das dann bei der Badekleidung so aus. Hier haben wir dann das heiße Wetter-Outfit und hier haben wir noch das kalte Wetter-Outfit. Das habe ich vergessen zu ändern, fällt mir gerade auf. Ja gut, dann gebe ich ihr schnell andere Schuhe. Nehmen wir einfach diese Stiefel in schwarz und dann gebe ich ihr hier einfach dieses Outfit. Das finde ich eigentlich ohnehin ganz süß. Ja, einfach in dieser Farbe und dann ist das auch ihr neues kaltes Wetter-Outfit. Und das ist jetzt unsere neue Emma. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wie gesagt, ihr Stil ist jetzt einfach etwas erwachsener. Und ich denke, da sie mittlerweile 5 Kinder hat, passt das ja ganz gut. Und dann sind wir auch schon am Ende meines Videos angelangt. Eigentlich wollte ich mit Emma ja noch zum Markt gehen und einfach ein wenig Geld verdienen. Aber das ist sich jetzt wegen dem Umstyling leider nicht mehr ausgegangen. Aber das holen wir dann einfach im nächsten Video nach. Und wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jedes Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!